Hallo liebe Pelletfreunde, herzlich willkommen im Pelletofenstudio Röhren in Elsfleth. Heute geht es um wasserführende Pelletöfen, was für uns so ziemlich die Königsdisziplin darstellt. Mit wasserführenden Pelletöfen könnt ihr eure Heizung unterstützen oder sie als alleinige Heizung verwenden. Wir wollen heute einfach mal analysieren, lohnt sich so ein Wassergerät für euch, für euer Eigenheim? Und das haben wir in drei Themenblöcke aufgeteilt. Wir beginnen ganz einfach mal mit dem Aufwand. Überlegt euch oder analysiert für euch, ob sich der Aufwand lohnt. Und zwar, was gibt es für Aufwand? Wir müssen zum einen den Pelletofen haben. Wir brauchen Schornstein. Dieser Schornstein sollte nach Möglichkeit ein Edelstahlrohr haben. Das heißt also entweder einen Außenschornstein oder, kennt ihr ja diese doppelwandigen Edelstahlrohre, die man so überall sieht an den Häusern. Oder aber, wenn ihr einen alten Schornstein habt, sollte der möglichst mit einem Edelstahlrohr saniert sein. Weil wir haben bei diesen Öfen noch wesentlich niedrigere Abgastemperaturen als beim normalen Kaminofen oder Pelletofen. Ne? Damit das Ganze nicht versottet. Ja, dann müssen die Leitungen gelegt werden. Wir brauchen zwei Leitungen. Einmal einen Zulauf, da wird dann das vorerwärmte Wasser in den Pelletofen hinein befördert und kommt auf der anderen Seite dann wieder als Heißwasser raus und wird dann von da zum Pufferspeicher geleitet. Pufferspeicher ist der nächste Punkt. Ihr braucht einen ausreichend großen Pufferspeicher. Dieser sollte ungefähr so 750 Liter aufwärts haben. Da lasst euch einfach mal von euren Heizungsmonteur beraten, was da Sinn macht. Normaler Pufferspeicher oder ein Schichtenspeicher nur für Heizungswasser oder auch für Verbrauchwasser. Ja, das sind so die Sachen. Und dann muss das Ganze natürlich eben von einem fachkundigen Betrieb montiert werden. Erkundigt euch einfach mal, wer da Erfahrung hat und sprecht ihn drauf an. Ja, dann geht es darum, den Preis. Was kostet so ein Gerät? Wir haben bei uns, weil wir haben ja normalerweise, das wisst ihr, Rika-Produkte im Pelletofenbereich als normalen Stubenofen. Im wassergeführten Bereich haben wir uns für Wodke entschieden, weil Pelletgeräte mit Wassertaschen von Rika gibt es leider nicht. Wodke ist aber auch ein guter Hersteller aus Deutschland. Die kennen sich da sehr gut aus und das sind langlebige Produkte, zuverlässige Produkte und mit dem macht es eben auch Spaß. Was kostet so ein Gerät? Wir haben hier so ein Einstiegsgerät, das ist der Jack. Der liegt momentan circa, nagelt man mich da nicht fest, das ist mit Preissteigerung momentan zu Corona haben wir da immer wieder zu tun. Ungefähr bei 6.000 Euro. Hochwertigere Geräte mit einer anderen Ausstattung liegen auch mal schnell bei 10.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel. Dann braucht ihr aber die ganze Peripherie noch. Und dann klingt es nach noch mehr Geld, weil ich sag mal, wenn wir jetzt den Jack zum Beispiel anklemmen sollten mit Pufferspeicher, allen drum und dran, würde ich mal so schätzen, sind wir bei 10.000 Euro. Oder bei hochwertigeren Geräten eben auch ein bisschen mehr. Aber das Ganze wird vom Staat gefördert mit den satten 40%. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr einen Antrag stellt, müsst ihr vorher machen, ganz wichtig. Auch da müsst ihr euch informieren auf jeden Fall. Wenn ihr den Antrag stellt vorher, bekommt ihr nachher am Ende 40% wieder zurückerstattet. So, da kann man schon mal anfangen zu rechnen. Wenn ich jetzt bei, wie gesagt, einem günstigeren Gerät bei ungefähr 10.000 Euro bin, habt ihr das Ganze nachher für 6.000 Euro. Oder wenn man jetzt sagt, von wegen, ich hole mir einen bei Wodke zum Beispiel einen Evo Smart, das ist so das High-End-Produkt, der liegt so bei 10.000 Euro plus für die Peripherie sind wir bei 14.000 Euro. Rechnet euch einfach mal durch, ob sich das rechnet oder ob man dann sagt, nee, dann tut es ein Luftgerät auch, das kostet wesentlich weniger und da kriege ich meine Haupträume, in denen ich mich aufhalte, mit warm. Das reicht mir vollkommen aus. Ja, dann sind wir auch schon beim dritten Punkt und da geht es um die Verfügbarkeit. Ich habe mich vor Corona mal bei der Firma Wodke informiert, wie denn so die Lieferzeiten sind für ein wassergeführtes Gerät. Da wurde mir gesagt, ungefähr ein halbes Jahr. Das war vor Corona. Das wird zu Corona-Zeiten nicht besser geworden sein. Ihr kennt die Probleme, wir haben Stahlmangel, wir haben Halbleiterprobleme. Ich schätze mal, die Lieferzeiten werden da sicherlich ein Dreivierteljahr plus X sein. Das heißt also, macht euch bewusst, wenn ihr euch für so ein Gerät entscheidet,
dass die Lieferzeiten exorbitant lang sind. Aber ihr könnt diese Zeit nutzen, weil ihr braucht ja schließlich noch einen Heizungsmonteur, der euch das Ganze wasserseitig anklemmt, mit eurer Heizung verbindet. Wenn ihr jetzt sagt, das kann ich selber, dann sprecht uns an. Wir organisieren so ein Gerät, schließen den bei euch zu Hause an den Schornstein an und ihr lasst das oder ihr verlötet das Ganze dann selber. Wenn ihr nicht unbedingt selber vom Fach seid, und das sind ja nun mal die meisten nicht, holt euch nicht irgendwo so ein Gerät, ob jetzt bei uns oder im Internet oder sonst wo, und sprecht dann euren Klempner an und fragt, kannst du mir das mal eben verlöten? Die werden sich nicht bedanken. Das heißt, ich würde vielleicht sogar eher dahin tendieren zu sagen, ihr sprecht den Heizungsmonteur eures Vertrauens an, fragt ihn nach solchen Geräten, wenn euch das zusagt, und dann wird er euch vielleicht auch ein anderes Produkt anbieten. Ihr geht dann mal ins Internet, sucht euch Erfahrungsberichte raus zu diesem angebotenen Produkt und wenn das zusagt, dann lasst das Ganze aus einer Hand machen, weil dann entsteht eine ganz andere Verbindlichkeit, als wenn ihr euch irgendwo so ein Teil besorgt und das dann von irgendjemandem einbauen lasst. Das spart euch viel Zeit und Nerven und führt auf jeden Fall schneller zu dem erhofften Ergebnis. Wenn euch dieses Video bei eurem Entscheidungsprozess geholfen hat, ob so ein wassergeführter Pelletofen für euch geeignet ist, dann lasst einen Daumen da, folgt uns, abonniert diesen Kanal, folgt uns bei Instagram und YouTube, bei Facebook. Und bis zum nächsten Mal, euer Dani. Macht's gut, ciao.